Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ganz kurz bevor es richtig losgeht, es gibt zwei Änderungen. Und zwar einmal habe ich ein neues Mikrofon zusammen mit einem neuen Interface und das ist diesmal auch wirklich ziemlich gut. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr hingeblättert als bei meinem altes Mikrofon und ich hoffe, dass das zukünftig noch besser werden kann, was Qualität angeht und sowas. Und jo, ich hoffe, dass man den Unterschied überhaupt ein bisschen hört. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe ein neues Profilbild, was mittlerweile gar nicht mehr so neu ist, weil es schon 2, 3 Wochen alt ist oder sowas. Das wurde mir jedenfalls von wem auf Instagram gemacht. Link zu dem findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr auch was haben wollt von ihm. Dieses Video wird einfach ein kleines Labervideo. Sowas gab es auf meinem Kanal extrem lange nicht mehr, also ich glaube mehrere Monate schon nicht mehr, aber ich finde, es wird gerade einfach mal wieder Zeit. Für was? Wieder ein paar Mütter zu ficken. Wir rottern wieder durch die Szene. Ich weiß nicht, ob man es noch hört, aber ich war jetzt auch über eine Woche krank, also ich hatte eine ziemlich starke Grippe und meine Stimme war davon auch ziemlich angeschlagen, weshalb ich nicht aufnehmen konnte, weshalb ich nicht streamen konnte und weshalb ich ein gewisses Projekt noch nicht in die Tat umsetzen konnte. Aber das sollte mittlerweile wieder besser sein. Also ich denke mal, meine Stimme klingt wieder relativ normal. Das ist aber auch nicht das Einzige, was ich gesundheitlich momentan durchgemacht habe, also diese kleine Grippe. Sondern gibt es da noch was anderes. Und zwar habe ich seit etwa 2,5 Jahren eine chronische Krankheit, beziehungsweise sie wurde zumindest vor 2,5 Jahren festgestellt. Und diese Krankheit hatte ich während des ganzen J-Kanals, also gut gesagt, die letzten 1,5 Jahre komplett unter Kontrolle. Allerdings kommt sie jetzt gerade so ein bisschen wieder, was vielleicht auch nochmal dafür sprechen könnte, dass Videos etwas unregelmäßiger werden. Ich möchte heute einfach mal offen und ehrlich ein bisschen reden mit euch, denn ich habe jetzt gerade wieder eine Phase, die ich auch schon des Öfteren auf dem J-Kanal hatte. Und zwar diese Ich-hinterfrage-alles-und-meinen-ganzen-Kanal-Phase. Also mal ganz am Anfang, ich habe mir kein Skript oder so geschrieben, ich werde jetzt wirklich relativ, ungeschnitten labern, also ein bisschen schneiden werde ich bestimmt, aber ich werde das Ganze sonst relativ frei sprechen und ich hoffe, das ist okay. Auf jeden Fall, ich habe momentan eine Phase, in der ich einfach alles wieder hinterfrage. Hinterfragen in dem Sinne wie, yo, was machst du hier eigentlich? Du bist auf YouTube und machst Videos über das JBB, beziehungsweise auch noch so ein bisschen über anderes Rap-Stuff, Ding, bla bla bla. Aber größtenteils über das JBB. Und ich muss auch sagen, das macht mir nach wie vor Spaß, auch wenn jetzt gerade die Phase da ist, wo das JBB schon 5 Monate pausiert ist, was absolut lachhaft ist. Mir macht das Spaß. Ich habe Bock drauf. Auch wenn das JBB wieder startet, ich habe absolut Bock auf diese ersten Eindrücke. Ich habe wieder Lust, Analysen zu machen. Ich stehe wirklich hinter dem, was ich mache. Aber wir haben jetzt gerade wieder eine Phase, die hatte ich auch schon Ende letzten Jahres einmal, als ich angefangen habe mit Videos vor der Kamera. Und da wollte ich das Ganze auch schon so ein bisschen unterbinden. Und zwar haben wir gerade wieder eine Phase bei mir, die einfach so ein bisschen gegen das alles spricht, was ich hier auf YouTube mache. Denn mit meinem J-Kanal habe ich mich abhängig von einem anderen YouTube-Kanal gemacht, also von dem JBB. Und ich habe mir halt schon so oft gedacht und ich wurde auch schon so oft drauf angesprochen, was machst du, wenn das JBB nicht mehr weitergeht, wenn das JBB tot ist, wenn das JBB irrelevant wird, wenn Julian jetzt einfach sagt, ich höre auf damit und mache jetzt Rap. Was machst du dann? Du bist dann einfach am Arsch. Du hast ja 50.000 Abonnenten hier aufgebaut und bist dann einfach am Arsch. Das sind einfach momentan wieder meine Gedanken, die mich extrem verunsichern, was ich hier wirklich machen will, was ich hochladen will. Das mich auch so ein bisschen demotiviert, weil ich denke mir, ja, ich könnte jetzt ein Video machen, was vielleicht ganz gut ankommt bei euch, über JBB, bla bla bla, mir irgendwas aus dem Arsch ziehen. Aber irgendwann denke ich mir dann wieder, däh, wieso machst du das jetzt? Du machst dich mit diesem Video wieder nur ein Stück abhängiger von dem Ganzen. Nach wie vor, es macht mir zwar Spaß, auch wenn der Spaßfaktor auf jeden Fall mehr da ist, wenn das JBB auch mal wieder starten würde, aber ich bin mir einfach unsicher, worauf ich hier hinfieber. Ich mache mein Ding hier auf YouTube, ich werde auch größer, also der Kanal wird größer, auch wenn es momentan langsamer vorangeht. Der Kanal wird größer und er wächst, aber was mache ich, wenn das JBB nicht mehr weitergeht? Das ist einfach die Frage. Ich möchte auch keine News mehr machen, das merkt man, denke ich mal, seit Monaten schon. Also das letzte News-Video kam vor Monaten und generell dann noch nur sehr wenig. Also News-Videos möchte ich eigentlich zu 99% jetzt lassen. Wenn, dann möchte ich irgendwie das noch mit meiner eigenen Meinung verpacken. Wenn irgendwas passiert ist, dann möchte ich dazu meine Meinung abgeben und generell so ein bisschen darüber labern. Also einfach nur stumpfe News, das ist gar nicht mehr meins. Das möchte ich überhaupt nicht mehr machen. Und ich gucke dann halt auch manchmal auf Kollegen wie Reportagen oder Mois, die halt auch mit ähnlichen Videos angefangen haben.
auch immer noch weiter wachsen, viel Content bringen und auch außerhalb von diesem Rap-Ding etwas reißen können. Beziehungsweise könnten, wenn sie es machen würden wahrscheinlich. Ich hingegen bleibe dann irgendwie immer beim alten Konzept, weil ich weiß, das funktioniert und ich finde es einfach kompliziert und schwer, mir etwas anderes aufzubauen. Das Ding ist, ich hatte schon insgesamt so viele Gedanken und so viele Anläufe in meinem Kopf, was ich denn groß machen könnte. Ich hatte auch Ende letzten Jahres, so Oktober bis November, hatte ich eine Phase, in der ich mich vor der Kamera ausprobiert habe. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Da hatte ich meine Kamera neu, da habe ich dann auf einmal komplett andere Videos gemacht, in die ich dann auch relativ viel Schnittarbeit und Herz getan habe, die mir auch nach wie vor noch ganz gut gefallen, auch wenn der Cringe-Faktor so ein bisschen leider gestiegen ist bei mir, also irgendwie bin ich da ein bisschen versteift. Diese Videos gefallen mir vor der Kamera grundsätzlich. Ich finde sowas eigentlich ganz nice. Einige haben auch schon gesagt, dass sie sowas sich wieder wünschen, aber ich denke mir dann einfach so, ich gucke auf die Klicks, ich gucke dann auf die Abos und sowas. Das ist immer das Dümmste, was man machen kann. Aber man möchte halt seinen Kanal nicht komplett verlieren quasi so. Ich habe halt gemerkt, du hast ein paar Videos jetzt gemacht, die in eine andere Richtung gehen. Es haben zwar einige Leute gefeiert, also Leute, die jetzt auch mich als Person feiern, die nicht nur wegen JBB hier sind, die haben es gut gefunden. Die haben das Video geliked, die haben das kommentiert. Generell hat es mir bei diesen Videos extrem Spaß gemacht, die Kommentare zu lesen und zu beantworten, also das Feedback generell zu sehen. Aber es war halt insgesamt einfach etwas weniger als bei einem Durchschnitts-JBB-Video, was irgendwo wehtut, weil da mehr Herz einfach reingesteckt wurde. Und mit der Zeit habe ich dann auch teilweise nach diesen Videos ein paar Abos verloren, was dir halt auch irgendwie zu denken gibt. Du gibst dir halt mehr Mühe, versuchst was Eigenes auf die Beine zu stellen und wirst damit halt einfach bestraft. Ich möchte euch jetzt auch gar keinen Vorwurf machen, das ist total normal auf YouTube. Das war schon immer so und das wird auch schon immer so sein, dass Leute, die was Neues ausprobieren, manchmal auf die Fresse fliegen. Aber das demotiviert halt einfach, wirklich neue Sachen auszuprobieren, weil ich wäre total gerne nicht mehr abhängig vom JBB und würde meinen eigenen Stuff machen. Aber da kommen wir auch gleich mal zur nächsten Sache. Ich bin ein unkreatives Stück Scheiße. Das kann man nicht verschönern. Ich bin verdammt unkreativ. Wenn ich versuche, etwas auf die Beine zu stellen, dann fange ich vielleicht damit an und denke mir im Nachhinein, oh nee, ist doch nicht so gut. Oder ich fange überhaupt gar nicht damit an, so. Weil ich bin einfach ein unkreatives Stück Scheiße, das muss man so sagen, so. Ich bash mich gerade total selber, aber mir fehlen einfach grundsätzlich die Videoideen. Also Sachen, die nicht komplett offensichtlich sind, auf die komme ich einfach nicht. Das merkt man wahrscheinlich auch. Also jetzt, seitdem das JBB pausiert ist, kommt halt deutlich weniger. Das merkt man einfach bei mir, weil ich einfach nicht weiß, was ich tun soll, weil ich einfach verunsichert bin. Und wir werden bestimmt auch nochmal auf dem Kanal öfter die Phase haben, indem ich irgendwas Neues ausprobiere und wahrscheinlich werde ich dann wieder demotiviert sein, weil eben nicht alle Leute diesem neuen Content eine Chance geben, beziehungsweise nicht alle das feiern, was total verständlich ist. Aber ich lasse mich bei sowas einfach sehr leicht hinreißen. Ich bin einfach einer, der kann nicht durchziehen, auch wenn es nicht gut ankommt so. Ich habe dann irgendwie doch noch meinen Kanal im Blick, den ich nicht verlieren möchte. Und dann denke ich mir, ach, okay, dann machst du halt wieder das alte Konzept, weil es besser ankommt. Das ist keine gesunde Eigenschaft. Das ist keine gesunde Denkensweise. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, weil ich finde, es wäre auch relativ dämlich, jetzt einfach das zu machen, worauf ich Bock habe, was sich aber total unterscheiden würde vielleicht, aber damit meinen kompletten Kanal wegschmeißen würde. Das wäre auch nicht klug, weil ich habe mir hier was aufgebaut und 50.000 Abos, das ist extrem krass, das muss ich auch nochmal sagen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit diesem Content, den ich hier mache, 50.000 Abos erreichen kann. Das ist eigentlich echt unnormal, weil ich habe diesen Kanal echt erstellt, mit dem Hintergedanken, yo, ich habe Bock auf JMC-Videos, ich habe Bock auf JBB-Videos. Und ich hatte anfangs vor so, ja, 1, 2, 3 Videos die Woche, einfach nebenbei. Ich hatte ja nebenbei noch einen anderen Kanal. Und dass das Ganze schon nach wenigen Wochen so eskaliert und hyped, hätte ich niemals für möglich gehalten. Das finde ich immer noch heute absolut unrealistisch, aber ich freue mich natürlich über jeden Support. Ich freue mich über jeden, der hinter mir steht. Ich freue mich, wenn ich streame und Leute mir zuschauen und im Chat aktiv sind. Das ist unvorstellbar für mich. Also ohne Scheiß, ich bin einfach ziemlich impressed, kann man sagen. Also auch, das hat man einfach auch bei diesem San Diego-Treff so gesehen. Einfach diese Leute zu sehen, die hinter dir stehen, die teilweise deine Insider kennen, das ist einfach extrem schön für mich. Also es freut mich sehr, dass ich Leute hinter mir habe. Und jetzt nochmal zu dem Ding, dass ich ja das machen könnte, worauf ich Bock habe und einfach gucken könnte, wie es ankommt. Ich weiß einfach selber nicht, worauf ich Bock habe. Denn ich habe einerseits Bock auf diese JBB-Videos, aber ich würde halt auch einfach gerne was Eigenes haben.
Aber ich weiß einfach nicht, was ich auf die Beine stellen könnte. Ich meine, ich habe das Equipment, ich habe ein gutes Mikrofon, ich habe eine Kamera, die mit der sich auf jeden Fall was machen lässt. Ich habe Equipment, aber ich habe einfach keine Ideen. Das ist echt mein größtes Problem. Weil wenn ich eine eigene gute Idee hätte, die mir auch selber Spaß machen würde, dann wäre ich generell wahrscheinlich viel produktiver, das schwöre ich euch. Also ohne Scheiß, ich bin zwar faul, aber wenn ich einen strikten Plan vor Augen habe, dann kann ich auch mal zum Arbeitstier werden und dann kann ich auch mal reinhauen. Das hat man auch damals beim JPB gesehen, also als es gestartet hat und ich von Julian hochgeladen wurde, da habe ich eigentlich echt rausgehauen. Auch wenn ich diese Videos jetzt im Nachhinein nicht mehr so machen würde, vor allem diese News-Videos so. Erste Eindrücke finde ich nach wie vor einfach chillig, die machen mir selber Spaß, die Analysen würde ich auch weiterhin machen. Aber ich muss einfach mal versuchen, irgendwas Eigenes auf die Beine zu stellen, wo ich mir einfach im Nachhinein immer noch unsicher bin, was das werden kann. So, das ist eigentlich alles. Ich bin einfach unsicher, was alles angeht und ich hinterfrage gerade alles und deswegen kommt im Endeffekt auch weniger auf meinem Kanal. Das ist eigentlich der ganze Grund. Und das wollte ich mir einfach mal von der Seele reden und falls Leute bis hier durchgehalten haben, dann können die einfach mal in die Kommentare Hashtag Orange in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht wieso, aber keine Ahnung, dann sehe ich mal, ob das Leute bis hierhin geguckt haben. Auf jeden Fall, die Leute, die jetzt gerade noch am Start sind, danke fürs Zuhören. Ich weiß zwar nicht, wieso man sich sowas so lange anhört, aber es freut mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich wollte euch einfach mal einen kleinen Blick in meinen Kopf gewähren, wie ich denn über alles hier so denke, über das ganze YouTube-Game auf meinem Kanal und sowas. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen die Situation erklären konnte. Ansonsten sehen wir uns jetzt einfach beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.